Operation Polaris beendet. Zwei Kisten an Bord. Björn Hamsun geborgen. Geistiger Zustand bedenklich. Oberleutnant O'Leary als verschollen gemeldet. Nehmen wir Kurs auf die Basis. Sind die beiden Kisten immer noch mit Eis bedeckt? Jawohl. Sie dürfen auf gar keinen Fall unter Wärmeeinwirkung geraten. Überwachen Sie Hamsun. Er weiß mehr darüber. Verstanden? Verstanden. Ende. Oberleutnant Ryan, aufgrund von Oberleutnant O'Learys Tod werden Sie meine rechte Hand an Bord der Victoria. Glauben Sie, dass Hamsun davonkommen wird? Wir werden unser Bestes tun, damit die Wissenschaft nicht ihren hervorragendsten Anthropologen verliert. Dieser Hamsun hat's drauf. Ich frage mich, wie er uns einen Notruf senden konnte, obwohl er in den Händen der Nazis war. Ohne diesen Draufgänger hätte die Operation Polaris nie ausgelöst werden können. Schiff über Wasser, Kommandant! Neigungswinkel 7 Grad. Aufsteigen auf 20 Fuß. Wir sind geortet worden. Untertauchen! Aye, aye, Kommandant. Geben Sie Alarmstufe Rot. Wie ist das Schadensausmaß, Drüskel? Sie haben uns am Heck getroffen, Kommandant. In den Laderaum, Oberleutnant. Folgen Sie mir. Jones? Die Kiste? Etwas darin? Etwas? Er ist tot, Kommandant. Die Flammen werden das Eis auftauen, mit dem die Kisten bedeckt sind. Lloyd und Jones sind tot. Es war etwas Lebendiges in den Kisten. Ich übernehme das Kommando der Victoria. Schon gut, Admiral, schon gut. Wir werden das hinkriegen. Wie lauten die Befehle? Wir müssen das Wesen bändigen. Das feindliche Schiff ist vom Radar verschwunden. Diesbezüglich können wir beruhigt sein. Was unternehmen wir gegen dieses Wesen? Befinden sich Waffen an Bord der Victoria? Nein, Admiral. Die Victoria ist für keine Offensive ausgerüstet. Wo ist Hamsun? Vielleicht weiß er etwas. Er wurde in den Schlafraum gelegt, aber er fantasiert immer noch. Lloyd wusste mehr als wir. Hat er Aufzeichnungen über die Operation Polaris gemacht? Ich glaube nicht. Er bekam seine Befehle per Funk direkt von der Basis Edwards. Sprechen, Wayne? Nein, er fantasiert ununterbrochen, seitdem wir ihn zurückgeholt haben, Herr Oberleutnant. Wie steht es mit der Alarmstufe Rot? Der Alarm bleibt aufrecht. Aber wir haben es nicht mehr mit einem gewöhnlichen Feind zu tun. Kommandant Lloyd ist tot. Verdammt! Ich gehe hoch auf die Kommandobrücke. Warten Sie. Wir müssen Hamsun zum Sprechen bringen.
können zu Driss erstanden, Herr Oberleutnant. Ihr Karl Driegels Karnägern. Nama Tanktulu. Schon davon kommen, Ryan. Bleiben Sie ruhig. Ich habe meinen Teil abbekommen, Ryan. Sie brauchen nicht Krankenschwester zu spielen. Das passt sowieso nicht zu Ihnen. Ich... Ein Stoß am Bug der Victoria, Admiral! Ist das Feindschiff wieder zurück? Eine Klippe? Auf dem Radar habe ich nichts, Admiral. Das kommt aus dem Inneren der Victoria. Irgendwelche Schäden? Leck im Torpedoraum. Wir müssen einen Notruf aussenden und den Torpedoraum leeren. Wie können wir einen Notruf aussenden? Nur der Kommandant kannte den Übertragungscode und die Frequenz. Aber vielleicht weiß Stanley Bescheid. Wo kann ich Stanley finden? Unten, im Maschinenraum. Nehmen Sie dieses Walkie-Talkie. Wie können wir den Torpedoraum entwenden? Das können wir von hier aus nicht machen. Man muss in den Torpedoraum hinein. Hilfe! Was ist passiert? Ein Träger. Wegen Aufprall runtergefallen. Helfen Sie mir! Was kann ich tun, um Sie zu befreien? Verwenden Sie den Kettenzug! Schnell, um Himmels Willen! Driscoll, Stanley ist unter einem Träger eingeklemmt. Man muss ihn befreien. Halten Sie den Kettenzug ein und geben Sie mir Anweisungen per Funk. Ich werde den Kettenzug von der Kommandobrücke aus betätigen. Los, Driscoll, jetzt! Ist ja gut, Admiral, ist ja gut. Lassen Sie jetzt die Kette runter. Okay, die Kette ist am Träger befestigt. Ziehen Sie hoch. Danke, Ober... Meine Maschinen! Meine Maschinen! Ich muss einen Notruf aussenden. Driscoll sagt, Sie können mir helfen. Meine Maschinen! Meine Maschinen! Stanley! Kommandant Lloyd ist tot. Allmächtiger Gott! Geben Sie mir die Funkfrequenz. 107.461. Bringen Sie uns da schnell raus, Oberleutnant. Ah!
SOS, SOS, HMS Victoria in Seenot, 58 West, 48 Süd. Wir gehen leck. Bei der Geschwindigkeit, mit der das Wasser eindringt, können wir nie auftauchen, Admiral. Kein alliiertes Schiff wird uns orten können. Wir müssten etwas an die Wasseroberfläche schicken. Wir könnten vielleicht ein Torpedo abschießen. Nein, niemand wird wissen, wo es abgeschossen wurde. Aber wir könnten vielleicht jemanden an die Wasseroberfläche schicken. Mich? Abgelehnt. Wenn jemand dieses Risiko eingehen muss, so bin ich es. Driscoll, ich werde ins Rohr Nummer 26 steigen. Zündung in 10 Sekunden. Halten Sie sich fest, Admiral. Es wird Ihnen die Sohlen versengen. Schiff über Wasser. Mit ein wenig Glück wird Ihr Badeausflug nicht zu lange dauern. Also dann, Admiral, los geht's. Hut ab. Der hat Courage, dieser Oberleutnant. Eine Signalrakete! Gebt Alarm! Wir haben sie gefunden! Falklandinseln. Basis Edwards, 13. Januar 1937. Was Sie betrifft, Ryan, ist die Operation Polaris beendet. Aber bis Sie nach Washington zurückkehren, tragen Sie weiterhin den Grad des Oberleutnants der britischen Navy.
Was ist aus Hamsun geworden? Wir haben ihn zusammengekauert in einem Metallschrank der Victoria gefunden. Er wurde in den Sanitätsblock der Basis überführt. Ist die letzte Polaris-Kiste in Sicherheit, Kommandant Sears? Ich habe sie unter strengste Bewachung gestellt. Es kann ihr nichts passieren. Herein! Ruth! Herr Kommandant, ich habe den von Miss Molly geschickten Film in den Gang gelegt. Danke. Haben Sie einen Projektionsraum auf dieser Basis? Ja, aber der Filmvorführer hat vom Obergefreiten Quincy Stubenarrest bekommen. Wer ist diese Miss Molly, Kommandant? Das ist der Deckname eines unserer Spione, die in Deutschland tätig sind. Ich lasse Sie nun allein, Oberleutnant. Ich habe Probleme zu regeln. Warten Sie in meinem Büro auf Quincy. Er wird Ihnen Ihren Tagesbefehl ausstellen. Obergefreiter Quincy? Ich habe Ihren Tagesbefehl. Oberleutnant, Sie haben hier nichts mehr zu tun. Ich habe bereits genügend Zeit verplempert, Ihnen Ihren Tagesbefehl vorzubereiten. Es sind Dinge verschwunden, die Hamsun gehört haben. Ich muss sie wiederfinden. Oberleutnant? Ihr Tagesbefehl, Herr Oberleutnant? Da ist er. Alarm! Alle Wachposten in Stichgeschuss! Alle Wachposten in Stichgeschuss! Ich bin Oberleutnant Ryan. Keine Meldungen für mich? Entschuldigen Sie mich, Oberleutnant. Ich habe keine Zeit, mich mit Ihnen zu unterhalten. Sind Sie der Filmvorführer der Basis? Ja, mein Bester. Aber ich wurde unter Arrest gestellt wegen meines kleinen Zigarettenhandels. Ich gehöre nicht zu Quincy Spitzeln. Der hat es auch auf mich abgesehen, glaube ich. Das ist mir lieber. Auf meiner Karteikarte hat er wieder eine Zeile in Rot dazu geschrieben, wissen Sie? Gibt es eine Personalkartei auf der Basis? Das müssen Sie Shaw fragen. Er weiß alles. Hat Quincy Sie auf Befehl des Kommandanten Sears unter Stubenarrest gestellt? Nein, mein Bester. Der Kommandant gehört nicht zu den Typen, die einen wegen 3 Zigaretten strafen. Der Kommandant ist in Ordnung. Könnten Sie mir diesen Film vorführen? Das haut hin, wenn Sie Quincy auch verabscheuen. Aber was bekomme ich als Gegenleistung? Bitte sehr. Jetzt bin ich überzeugt, dass es keine Hinterlist von Quincy ist. Aber ich nehme sie nur an, wenn ich Ihnen einen Gefallen tun kann. Komm!
Könnten Sie mir diesen Film vorführen? Also, mein Junge, hat Ihnen der Film gefallen? Sehr lehrreich, McLachlan. Was für ein Film ist das? Technisch, McLachlan. Sehr technisch. McLachlan? Ja, mein Bester. Sie sollten nicht so viel rauchen. Schadet der Gesundheit. Sind Sie Oberleutnant Ryan? Hamsun ist verschwunden. An seinem Bett habe ich eine merkwürdige, galertartige grüne Masse entdeckt. Haben Sie in der Victoria nichts Ähnliches bemerkt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Merkwürdig. Ich bin Oberleutnant Ryan. Wissen Sie, wo sich die Personalkartei befindet? Fragen Sie McLachlan. Das habe ich getan. Er hat mir gesagt, Sie könnten mir Auskunft geben. Okay, Oberleutnant. Die Kartei ist im Waffenlager. Keine Meldungen für mich? Ich habe soeben eine für Sie dekodiert. Hey, Ihre Freunde aus Washington leiden ja unter Verfolgungswahn. Haben eine kodierte Nachricht von der Basis Edwards nach Deutschland abgefangen. Ein Verräter spioniert auf der Basis. Sie müssen ihn identifizieren. Sehen Sie die Personalkartei ein und überwachen Sie Hamsun. Ihr Passierschein, Herr Oberleutnant.
Hier. Hier kommt die Ablöse. Heute gibt's was zu lachen. Wir haben Finlaysons Zigarettenpapier durch Klopapier ersetzt. Finlayson hat den ganzen Tag gehustet. Wegen dem Rauch. Eine richtige Lok. Herr Oberleutnant? Herr Oberleutnant? Ich muss dem Obergefreiten Quincy helfen, Hamsuns Habseligkeiten wiederzufinden. Viel Glück, Herr Oberleutnant. Diese Abstellkammer ist ziemlich verstaubt. Ich habe wahrscheinlich etwas Verdorbenes gegessen. Wo ist das Lazarett? Hinter Ihnen, Herr Oberleutnant. Guten Tag, Herr Oberleutnant. Womit kann ich dienen? In 5 Jahren Armee habe ich noch nie einen so unguten Kerl gesehen. Er ist erst kurz hier, aber er hat es bereits geschafft. Oh, er ist einfach gemein. Ich muss den Arzt dringend sprechen. Warten Sie einen Augenblick hier. Ich sehe mal nach, ob er Sie empfangen kann. Leutnant, der Arzt wird Sie empfangen. Sie können eintreten. Also, was fehlt Ihnen? Venenentzündung, Diphtherie, Sumpffieber? Zeigen Sie mir, was Sie gegessen haben. Haben Sie wirklich das da gegessen? Bleiben Sie hier. Ich hole Ihnen ein Medikament. Nehmen Sie diese Tablette. Kommen Sie unbedingt wieder, wenn es nicht besser wird. Worum geht es? Hey! Endlich ein Liebhaber feiner Dinge. Herein, Herr Oberleutnant, herein. Worum geht's denn? Ich muss die Personalkartei einsehen. Das würde mich wundern, Herr Oberleutnant. Nur Kommandant Sears und Obergefreiter Quincy haben zu dieser Kartei Zutritt. Quincy? Er hat soeben in die Kartei eingesehen. Kommandant Sears? Der ist mit dem Säbel besser als mit der Pistole. Der Abfalleimer brennt!
Wo ist der Feuerlöscher? Marsch! Marsch! Was ist? Feuer! Evakuierung! Wir gehen in die Luft! Bravo, Ryan. Sie sind immer da, wo und wann man sie braucht. Folgen Sie mir in mein Büro. Ich habe Ihnen Enthüllungen zu machen. Die letzte Polaris-Kiste wurde in Stücken vorgefunden. Und in der Abstellkammer wurde die Leiche eines meiner Männer entdeckt. Sie werden dieses Büro nicht verlassen, solange ich nicht weiß, was an Bord der Victoria vorgefallen ist. Ein Monster geht in dieser Basis um. Wie sind Sie das Monster auf der Victoria losgeworden? Mit einer Beschwörungsformel. Einer Beschwörungsformel? Unter Hypnose hat Hamsun eine Beschwörungsformel gebrüllt, mit der das Wesen vernichtet werden konnte. Was war das für eine Formel? Ich habe sie aufgenommen, habe aber das Tonbandgerät verloren, als ich mich aus der Victoria ausgeschossen habe. Die Navy glaubt nicht an Beschwörungen. Gehen Sie nochmals auf die Victoria. Sie liegt im Hafen der Basis. Sehen Sie, dass Sie dort Dinge finden, die Hamsun gehört haben. Ich bin mir sicher, dass die Lösung im U-Boot steckt. Los! Der Funker ist tot. Der Funkraum wurde sabotiert. Alle Übertragungen wurden unterbrochen und Kommandant Sears ist verschwunden. Die Victoria ist soeben explodiert! Lassen Sie den Herrn Oberleutnant passieren. In mein Büro, Herr Oberleutnant. Schnell! Ich habe Hamsun etwas Blut abgenommen. Sehen Sie! Und? Es ist etwas Nicht-Menschliches in seinen Zellen! Als Hamsun zu mir gebracht wurde, trug er ein merkwürdiges kleines Buch bei sich. Da. Ein Eisgefangener kann eine Tür nur dann durchschreiten, wenn auf der Schwelle eine Linie mit dem Blut eines Besessenen gezeichnet wurde. Mit einem Stein können die Eisgefangenen ins Nichts zurückgeschickt werden. Dieser Stein, der sogenannte Narrstein, Stein!
Der Stein hinter der Karte! Ich weiß nicht, was aus Sears geworden ist. Aber die kodierten Unterlagen, die Sie hinter der Karte gefunden haben, kommen von der NS-Basis Schloss Adler. Sears war ein Verräter. Quincy hat ihn vor uns aufgedeckt. Ich bin mir dessen bewusst geworden, als ich die Karteikarten über das Personal aufhob, die er gestohlen hatte. Er hatte schon lange spioniert. Ich werde wieder gehen und Sears Unterlagen dekodieren lassen. Viel Glück, Ryan. Ich nehme an, dass wir uns nicht mehr sehen werden. Aber Sie haben der britischen Uniform alle Ehre gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Ryan. Die kodierten Unterlagen haben uns ermöglicht, die Spur eines gewissen John Parker aufzugreifen. Dieser Mann ist ein Experte in magischen Ritualen und ehemaliger Freund Hamsuns. In einem an Björn Hamsun adressierten Brief erwähnt Parker ein Buch in der Bibliothek von Buenos Aires mit der Katalognummer OTR-28-32. Machen Sie Parker oder das Buch ausfindig. Buenos Aires, 16. Januar 1937. Verzeihung, wo kann ich den Direktor der Bibliothek finden? Ich bin auch mit ihm verabredet. Mein Vater hat hier gearbeitet. Er ist aber verschwunden und ein Exponat wurde gestohlen. Ich mache mir Sorgen. Mein Name ist Ryan. Diane. Diane Parker. Die Tochter von Professor Parker? Richtig. Ich bin hier, um Ihren Vater wiederzufinden, Diane. Ist ihm etwas zugestoßen? Ich hoffe nicht, aber ich werde vielleicht Ihre Hilfe brauchen. Verlassen Sie sich auf mich, Ryan. Kann ich Ihnen helfen, Senor? Warum ist dieser Sockel leer? Eine steinerne Scheibe von hohem Wert war hier ausgestellt, aber leider wurde sie uns gestern entwendet. Ich möchte ein Buch einsehen, das bei Ihnen unter der Nummer OTR-28-32 katalogisiert ist. Un momento, Señor. Ihr Name bitte. Ryan.
Ryan? R-Y-A-N. Senor Jorge, jemand möchte das Buch mit der Katalognummer OTR-2832 entleihen. Doch ein Herr Ryan, R-Y-A-N. Senorita Parker ist auch hier. Sehr gut, ich schicke sie zu Ihnen. Der Bibliotheksdirektor studiert gerade einige Kapitel in dem Buch, für das Sie sich interessieren. Er erwartet Sie in seinem Büro. Der Bibliothekar hat mir soeben mitgeteilt, dass der Direktor uns erwartet. Ich folge Ihnen. Mr. Ryan, treten Sie ein. Diane? Guten Tag, Jorge. Haben Sie Neuigkeiten von meinem Vater? Leider nein. Aber seit heute Morgen wird die Bibliothek von Polizisten in Zivil überwacht. Warum möchten Sie das Werk OTR-2832 konsultieren? OTR-2832 ist ein Schlüsselwort, nicht wahr? Richtig. Ich werde alle Ihre Fragen gerne beantworten, Mr. Ryan. Worum geht es im OTR-2832? Es ist ein sehr altes Werk. Leider gibt es davon auf der ganzen Welt nur mehr ein einziges Exemplar. Dasjenige, welches Miguel in der Hand hat. Woran hat Parker in letzter Zeit gearbeitet? Er widmete seine gesamte Energie dem Studium der Sonnenscheibe, die uns gestern entwendet wurde. Die Polizei verdächtigt ihn dieses Diebstahls. Aber ich habe starke Zweifel daran. Ich kenne Mr. Parker seit langem. Die Scheibe stand ihm zur Verfügung. Ich glaube eher, dass er sie irgendwo aus einem mir unbekannten Grund versteckt hat. Miguel, lesen Sie doch weiter. Mr. Ryan wird vielleicht mehr verstehen. Vor sehr langer Zeit, unter der Herrschaft von Xiclichti, lebten die Aymara in Frieden in Tiahuanaco, bis zu dem Tag, an dem ein blonder Mann erschien. Er trug eine Maske aus Metall und besaß den Blitz der Götter, die Sonnenscheibe. Er setzte den König der Aymara ab und wurde zum Gott aller Götter, Nyarlathotepec, das kriechende Chaos. Mit Hilfe der Sonnenscheibe lehrte Nyarlathotepec die Aymara, die Zeit zurückzudrehen. Bis zur Herrschaft der großen Alten, lange vor der Entstehung des Menschen. Die Macht der großen Alten war nur mit ihrer Grausamkeit zu vergleichen. Als sich ihre Sklaven auflehnten, gerieten die großen Alten in Wut und nahmen die Rebellen im ewigen Eis des Südpols gefangen. Nyarlathotepec sagte den Aymara, dass derjenige, der die Eisgefangenen befreite, vom Geist ihrer Meister besessen würde und jenseits aller Zeiten die großen Alten auf die Erde zurückrufen könnte. Man müsste eine günstige Konstellation der Sterne abwarten und sie an einer Kultstätte heraufbeschwören. Und so würde die Vergangenheit Zukunft werden. Geben Sie mir die Sonnenscheibe, schnell! Leider, lieber Herr, wurde sie uns gestern entwendet. Verdammt, nicht lange gefackelt die Scheibe! Señor, Besucher haben zu diesem Büro keinen Zutritt!
Wo ist die Sonnenscheibe? Ich scherze nicht, Herr Doktor, wie Sie sehen können. Ich sehe nichts, lieber Herr. Ich bin blind. Es gibt seltsame Welten, in denen selbst der Tod sterben kann. Was geht hier vor? Was? Die Polizei wird kommen, Mr. Ryan. Sie darf sie hier nicht vorfinden. Nehmen Sie diese Seite aus dem OTR 2832. Sie wird Ihnen nützlich sein. Verstecken Sie sich beide hier. Heilige Mutter Gottes, schnell! Caramba! Der hat seinen Teil abbekommen. Die Kugel hat eine Rippe gebrochen und die Leber durchbohrt. Nein, die Kugel hat das Herz durchbohrt. Links ist das Herz. Auf jeden Fall ist er tot. Schnell hinein! Wo sind der Mann und die Frau, die soeben hereingekommen sind? Caramba! Folgen Sie uns! Polizei, Eintritt verboten. Jetzt stehen wir gut da. Die Bibliothek steht sicher unter polizeilicher Überwachung. Ich gehe auf die Terrasse und werde versuchen, die Spur meines Vaters wiederzufinden. Diane, warten Sie! Ich dachte, Sie wären schon auf der Terrasse. Das ist nicht so einfach, wie ich dachte. Man muss zuerst irgendwie zu den oberen drei Etagen in diesem Saal hinaufkommen. Diane, ich habe einen Durchgang gefunden. Folgen Sie mir. Ist der Zutritt zur Terrasse so kompliziert? Sicher, um bestimmte Werke gegen Vandalen zu schützen. Zu mir, Diane. Entschuldigen Sie, Diane, mir scheint...
Diane, hören wir auf, unsere Zeit zu vergeuden. Da ist eine Treppe. Die Tür ist offen. Folgen Sie mir, Diane. Wir werden vielleicht die Spuren Ihres Vaters finden. Seltsam. Ich habe Fotos von diesen drei Statuen auf dem Schreibtisch meines Vaters gesehen. Was ist denn mit Ihnen los, Ryan? Diane, sehen Sie mal. An dieser Statue stimmt etwas nicht. Das müssten wir uns aus der Nähe ansehen. Das ist nicht die Originalscheibe. Könnte es nicht jene sein, die Ihr Vater gestohlen haben soll? Schicken Sie es mir, Ryan. Ryan! Wunderbar. Gratuliere zu all diesen Kunststücken, mein junger Freund. Ich wusste, dass Sie kein gewöhnlicher Tourist sind. Ich habe Sie seit Ihrer Ankunft in Buenos Aires beschatten lassen. Mein Adjutant Harland war leider nicht vorsichtig genug. Jetzt bitte ich Sie, so gütig zu sein und die Sonnenscheibe meinen Kollegen zu überreichen. Basis Schloss Adler, 17. Januar 1937. An Zellenwand Schaben muss sprechen. Wichtig. An Zellenwand Schaben muss. Hören Sie mir gut zu, bevor die wiederkommen. Im Mai 1910 bin ich in das kleine Dorf Ilsmith gefahren, um einen wissenschaftlichen Artikel zu schreiben. Aber dort habe ich einen unheilvollen Kult entdeckt, dessen Ziel es war, die großen Alten auf die Erde zurückzubringen. Der Halleysche Komet sollte bald den Himmel erleuchten. Und die großen Alten sollten die Schranken der Zeit überwinden, um die Menschheit zu versklaven. Dafür sollten der Zauberer Narakamus und seine Getreuen unsterblich werden. Einige Minuten vor dem Erscheinen des Kometen ist es mir gelungen, diesen unheilvollen Kult auszurotten. Sie müssen ein Mittel zur Flucht finden. Warnen Sie die Weltöffentlichkeit. Die Nazis haben eine monströse Waffe in ihre Gewalt gebracht. Amerikaner! Schnell! Raus! Schnell! Dietrich, der Kommandant von Schloss Adler, ist wahnsinnig. Sie sind unsere einzige Hoffnung.
Raus, Herr Professor! Oberleutnant, wir wissen, dass Sie für den amerikanischen Geheimdienst arbeiten. Wir wissen sogar, dass Sie ein Waisenkind sind. Und dass Sie Ihren Namen der Erkennungsmarke verdanken, die Sie trugen, als Sie gefunden wurden. R. Jan war eingraviert. Ja? Was ist? Sie werden einen Brief schreiben und unterzeichnen, den ich nach Washington schicken werde. Sie werden Ihren Vorgesetzten sagen, dass Ihre Ermittlungen in Gange sind und dass Sie sich keine Sorgen machen sollen. Sie ersparen damit Ihren drei Mitgefangenen weiteres Leiden. Die junge Frau wird das nicht lange verkraften, wissen Sie? 10 Minuten. In 10 Minuten komme ich wieder. Sturmführer Dietrich wird langsam wahnsinnig. Halt's Maul! Er hat sich ja überall Wanzen anbringen lassen! Die Gefangenen wurden ins Labor geführt. Obersturmführer Dietrich bereitet ein neues Experiment vor. Ihr werdet gebraucht. Schnell! Thank you.
erlange ich absolute Macht. Narakamus wird mir enthüllen, was niemand wissen darf. Wache! Ja, Herr Obersturmführer. Holen Sie von Ebernacht. Die Zeit ist gekommen. Meine Horden müssen die unerbittliche Macht kennenlernen, über die ich verfüge. Bald wird die Herrenrasse über diese Erde herrschen. Ich habe die Zukunft gesehen. Die großen Alten stehen an den Toren der Zeit. Sie warten darauf, dass ihnen ein großer Mann die Schlüssel zu dieser Erde übergibt. Wenn ich den Stein, der das Necronomicon schützt und das verfluchte Buch habe, dann werde ich dieser Mann sein. Na, Miss Molly, welche letzte Nachricht hätten Sie vor Ihrem Tod gern an die Basis Edwards geschickt? Sie sind wahnsinnig geworden, Dietrich. Sie tun mir leid, Sie Unmensch. Wache, hinaus! Ich brauche euch nicht mehr. Der letzte Mann wird euch ersetzen. Schnell! Kanamaftangtulu! Ade, erbärmliche Kreaturen. Genießt die letzten Sekunden, die ihr noch zu leben habt. Schloss Adler wird euer Grab sein. Tulu! Basis Schloss Adler, 17. Januar 2037. Mein Name ist Howard Phillips Parker und dies ist die Geschichte vom Ende der Menschheit. 1937 brach mein Vater John Parker dank der mysteriösen Intervention eines gewissen Ryan aus der Polarbasis Schloss Adler aus. Niemand glaubte an seine Geschichte von den Eisgefangenen. Er heiratete und ich wurde geboren, kurz bevor die Welt im Chaos unterging. Mein Vater beschloss damals, mir sein ganzes Wissen zu übertragen. Ich wurde Spezialist des Cthulhu-Mythos und kam in den Besitz eines Zaubersteins, mit dem man das Necronomicon erscheinen lassen kann. 1989, nach dem totalen Chaos, übernahm ich die Führung einer Gruppe von Überlebenden und drang in die Überreste der Basis Schloss Adler ein, in der Hoffnung, dort das Geheimnis der Eisgefangenen zu entdecken. Ich erfand eine Waffe, die Monster besiegen konnte. Den Friesen Destroy. Aber es gab zu viele von diesen Wesen. Also stellte ich Kopien der Sonnenscheibe her, die mein Vater gefunden hatte, und sandte meinen Sohn Jan in Begleitung Oberleutnants Shelton in die Vergangenheit. Ich hatte meinem Sohn eine Erkennungsmarke mit seinem Namen umgehängt. Parker Jan. Ein Eisgefangener überfiel Jan und Shelton zum Zeitpunkt des Übertritts. Aber es gelang ihm lediglich, ein Stück von Jans Marke mitzunehmen. Wenn jemand diese Botschaft sieht, so ist mein Sohn Jan mit Shelton wohlauf in London angekommen. Und die Menschheit kann noch gerettet werden. Thank you.
Ryan? Kanama Tanktulu! Ich habe einen Weg zu ihrer Rettung gefunden. Mit diesem Sonnentor ist es möglich, durch Zeit und Raum zu reisen. Wenn sie hindurchtreten, gelangen sie heil und unversehrt in eine britische Basis. Vertrauen Sie mir! Ryan, kommen Sie mit uns! Dietrich und Narakamus sind nach Ilsmith fort, um den Kult zu zelebrieren, mit dem sie die großen Alten auf die Erde zurückbringen. Sie müssen sie wiederfinden! Nein, Ryan! Kommen Sie mit uns! Ich kann nicht. Ihr Vater hat recht. Geben Sie Acht auf die Paradoxe der Zeit, junger Mann. Diane hat mir erzählt, was sich im Büro des Bibliotheksdirektors ereignet hat. Geben Sie mir die Sonnenscheibe, schnell! Leider, lieber Herr, wurde sie uns gestern entwendet. Verdammt! Nicht lange gefackelt, die Scheibe! Señor, Besucher haben zu diesem Büro keinen Zutritt! Wo ist die Sonnenscheibe? Ich scherze nicht, Herr Doktor, wie Sie sehen können. Ich sehe nichts, lieber Herr. Ich bin blind. Es gibt seltsame Welten, in denen selbst der Tod sterben kann. Ilsmith, Saal des Zauberers Narakamus, 18. Januar 1937. Alten werden endlich ihren Thron wieder besteigen und bis ans Ende aller Zeiten herrschen. Wenn ich zum dritten Mal den Zauberspruch Ngarf Cthulhu ausspreche, so wird Cthulhu zurückkehren und eine Herrscherrasse wird die Menschen regieren. Der Steinkreis kann nur dann zerstört werden, wenn er mit der Sonnenscheibe in den Abgrund der Zeit zurückgeschickt wird. Um Cthulhu zu verbannen, müssen wir sodann den Mann mit der metallenen Maske ins Kraftfeld hineinziehen. Dietrich wusste, dass du hartnäckig bist. Er hat vermutet, dass ich dich hier finden würde. Sie haben von Anfang an mit verdeckten Karten gespielt, Cersei. Leider ist die Partie nun für dich zu Ende, ja. Welch Ironie! Dein Vater hat seine ganze Hoffnung in dich gesetzt, dass du die Menschheit rettest. Und ich bin der beste Freund deines Vaters. Nicht schlecht für einen Anfänger. John Parker ist dein Großvater, aber er weiß es nicht. Das sieht dem Sohn des Howard Parker wohl ähnlich. Zu spät! Dietrich und Narakamus halten bereits die Zeremonie ab, die Cthulhu auf diese Erde zurückbringen wird.
Richte ein letztes Gebet an deinen Gott, Jan. Ich habe vor 16 Jahren meine Identität gewechselt. Ich war Oberleutnant Shelfton, den dein Vater mit dir in die Vergangenheit gesandt hat. Dieser Zeitsprung hat mich von der Macht der großen Alten überzeugt. In London habe ich dich bei einem Wohltätigkeitsverein in Pflege gegeben, bei den Brüdern der Neuen Welt. Und habe mich der Anbetung der großen Alten gewidmet. Dietrich hat 1925 mit mir Kontakt aufgenommen. Und mich in einen Geheimbund cthulischer Riten eingeführt. Eines der Mitglieder war ein Spiritist mit erstaunlichen Gaben. Dieser Spiritist mit der Fähigkeit, die Massen zu fanatisieren, ist zu einer Marionette in den Händen der Sekte geworden. Seine Mission ist nur die erste Etappe eines monströsen Plans. Das totale Chaos zu verbreiten und die Rückkehr der großen Alten auf die Erde vorzubereiten. Ich werde das tun, was ich schon vor 30 Jahren bei meiner Ankunft in London hätte tun sollen. Mit einem Zauberspruch beschwören. Tanktulu Iae! Tanktulu Iae! Ich bin aus der Zukunft zurückgekehrt. Sieh dir mein neues Gesicht an! Sieh das Gesicht dessen an, der dir das Tor öffnen wird! Das Necronomicon! Das Necronomicon! Basis Edwards, 20. Januar 2037. Ryan! Gott sei Dank, Sie sind wohlauf! Wie ist es Ihnen gelungen, wieder in unsere Welt zurückzukommen, mein Junge? Ich habe Ihnen sehr viel zu erzählen, Großvater, sehr viel. Denn es gibt seltsame Welten, in denen selbst der Tod sterben kann. Lebten die Aymara in Frieden in Tiahuanaco. Bis zu dem Tag, an dem ein blonder Mann erschien. Er setzte den König der Aymara ab und wurde zum Gott aller Götter.
Basis Edwards, 20. Januar 2037. Was ist denn mit Ryan passiert, Vater? Er müsste schon zurück sein. Er wird nicht mehr zurückkommen, Diane. Man kann nicht ungestraft mit der Zeit spielen. Jetzt ist Ryan sicherlich für immer in einem anderen Kontinuum verschwunden. In unserer Welt hat Ryan niemals existiert. Nein, das ist nicht wahr. Er hat uns gerettet. Er hat unser Leben verändert. Ryan existiert. Ich werde ihn niemals vergessen. Er wird wiederkommen. Lebten die Aymara in Frieden in Tiahuanaco. Bis zu dem Tag, an dem ein blonder Mann erschien. Er setzte den König der Aymara ab und wurde zum Gott aller Götter. Und so würde die Vergangenheit Zukunft werden.